So, Leute, und weiter geht's mit Silent Depths. Wir haben ja schon zwei Folgen gespielt. Besser gesagt, ich habe eine dritte Folge schon gespielt, die ich leider nicht veröffentlichen kann, weil da irgendwas mit dem Ton gestimmt hat. Medaillen habe ich immer noch null und ich weiß jetzt auch warum. Ich habe mit dem Entwickler gesprochen. Erstmal vielen Dank für die Infos. Und auch danke an alle, die mir so noch Infos dazugegeben haben. Man bekommt die Medaillen nur, wenn man den Hafen verlässt, die Schiffe versenkt und wieder zurückkommt. Also das wird jetzt nicht gespeichert fürs ganze Spiel, wie zum Beispiel wir brauchen zwei Transporter und zwei Ölfrachter, zwei Frachter und zwei Öltanker und dann, dass das gespeichert wird. Das geht wirklich nur auf einer Mission, also von daher wundert mich das nicht, dass ich immer noch keine bekommen habe. Aber wie gesagt, da werden wir jetzt mal weitermachen. Continue, wir schauen uns das jetzt mal an. So, wir sind im Hafen, genau da, wo wir auch sein wollten. Ne? Jetzt gehen wir erstmal fort nach vorne. So, wir verlassen unseren Heimathafen. Hier laufen wir natürlich wieder schön aus. Also ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber die Grafik gefällt mir. So, jetzt mal hier ein bisschen Ruder einschlagen. Dass wir hier rauskommen. So, Torpedos haben wir 15 Stück. Volle Fahrt voraus. So, jetzt können wir ja dann gleich auf den Kartenmodus wieder gehen. So, wo werden wir denn wohl hier so einen Konvoi finden, den wir brauchen? Könnten wir erstmal mit was Leichten anfangen. Also wie gesagt, zwei Frachter und zwei Öltanker. Das wäre jetzt eigentlich mit das Leichteste. Nur die Frage ist, wo finden wir die? Gute Frage. Ja, wir fahren jetzt einfach mal hier hin. Scheiß drauf. Jetzt haben wir natürlich in der letzten Folge ein Schlachtschiff und so weiter alles versenkt. Aber das bringt uns ja überhaupt nichts. Kleines Ziel. Sonne. Okay, da ist alles in Ordnung. Jetzt müssen wir mal schauen. Es wird ja auch wieder nur ein Frachter sein, wenn es ein kleines Ziel ist. Halt. Gehen jetzt mal das Ruder einschlagen. Halt, was will ich jetzt auf der Karte? Nein, 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 ich will nicht auf die Karte. Ich will hier. Machen wir schnell ein bisschen größer. Wenn wir den irgendwo hier sehen. Ah, da ist er doch. Naja, ein mittleren Frachter. Nein. Volle Fahrt, da hinten ist er. So, schlagen wir unser Ruder ganz ein. Jetzt nehmen wir mal Fahrt auf den auf. Der wird uns eh nichts können, wenn es nur ein Frachter ist. Ich glaube, da hatten ganz, ganz wenige Geschütze an Bord, wenn mir das alles täuscht. So. Weiter nach vorne. Halt, wo sind wir? Hier muss es sein. Da ist er. 10 Knoten. Ja, der ist noch viel zu weit weg. Der ist noch viel zu weit weg. Das können wir ja trotzdem mal ein bisschen beschleunigen, aber nur ein bisschen. So. Jetzt hier mal ein bisschen noch mitschlagen. So, jetzt schauen wir mal. Ach, muss hier umschalten. Ich bin noch auf Hecktorpedos. So, berechnet ist es. Dann lassen wir halt mal
einen Torpedo raus. Nur einen. Den Rest, werde ich sagen, werden wir mit dem Bordgeschütz machen. Ich will Torpedos sparen, weil, wie gesagt, ich will diese vier Schiffe. Und ich hoffe, wir kriegen die heute. Jetzt gehen wir trotzdem mal auf Seerohrtiefe. So. Jetzt fahren wir mal das hier gleich aus. Ich hoffe natürlich, wir treffen hier. Aber da wird bestimmt ein Torpedo wieder nicht reichen, ja? Komm. Ah, volle Fahrt haben wir noch. Okay. Komm, versenk den. Er läuft auf jeden Fall genau aufs Schiff zu, das sieht man hier. So, schauen wir mal durch unser Periskop. Versenkt den. Und? Ja, Treffer. Cool, cool, cool. Geschwindigkeit lässt nach. Aber der wird nicht reichen, einer. Ja, wie gesagt, wir machen jetzt den Rest dann mit dem Bordgeschütz. Wie gesagt, ich will Torpedos sparen. So, wir tauchen auf, gehen zum Bordgeschütz. So, ich hoffe, wir treffen jetzt hier. Der Seegang. Komm. Aber halt mal, wir machen keine volle Fahrt. Ein Drittel reicht. Sind wir viel zu schnell. Jetzt habe ich nämlich den Aufpost. Haben wir zu weit geschossen? Bestimmt. Und? Oh, wieder daneben. Aber jetzt, oder? Das gibt's doch nicht. Oh, der ging auch daneben, oder? Ne, wir haben ihn erwischt. Super. Aber ich glaube, jetzt müssen wir mal ein bisschen zurückfahren, weil der kommt vorher auf uns zu. So, das sind deine Gnadentreffer. Jetzt können alle mal noch von Bord gehen. Jetzt brennt er. So, jetzt müssen wir mal schnell hier nochmal durchklotzen. Vier Knoten, ja, jetzt seht ihr ja selber. Der kann nicht mehr viel Fahrt aufnehmen. So. Wir wollen dich versenken. Wir brauchen dich. So, dann brauchen wir nur einen Frachter und zwei Tanker. Aber ich habe das Glück und glaub's mir, ich finde keine Tanker heute. So, nur Knoten. Also, Maschine ist kaputt. Wieso treffe ich jetzt nicht mehr? Halt, ich bin bestimmt. Wir sind bestimmt schon wieder viel zu weit weg. Komm! Ich treffe wirklich nicht mehr. Ich glaube, ich schieße schon wieder viel zu hoch. Ja, jetzt, ja. Ich habe wieder viel zu hoch gezielt. Und? Ja, jetzt dürft es aber mal sinken, mein Freund. Aber jetzt müssen wir haben. Ja, jetzt sinkt er. Da geht er unter. Das war unser erster Frachter für heute. Wir brauchen zwei Tanker. Die Frachter finden wir ja immer, aber die Tanker nicht. So, volle Fahrt. So. Oh, gibt's hier vielleicht noch ein Schiff? Weil gesunken ist er ja. Ah, nee, jetzt, ja. So. Mittlerer Frachter gesunken. 13.000 Tonnagen. Passt. Jetzt fahren wir mal, wie gesagt. Ah, vielleicht fahren wir trotzdem mal ein bisschen hier hoch. Weil ich glaube, hier oben war ich überhaupt, oder? Weiß ich jetzt gar nicht. Medium Target. Mittleres Ziel. Schauen wir uns auf jeden Fall an. Mal schauen, was denn hier dabei ist. Wo ist es denn?
Na, bin ich jetzt vorbei? Da haben wir ihn. Ein mittlerer Frachter. So. Werden wir jetzt auf jeden Fall Kurs drauf nehmen. Volle Fahrt. Jetzt werden wir mal schauen, ob das nur einer ist oder ob es mehr sind. Ein mittleres Ziel. Ich glaube nicht, dass das nur ein Frachter ist. Wissen wir nicht, ob hier hinten noch eine Eskorte dabei ist. Werden wir sehen, werden wir sehen. Ich bin gespannt. So. Nein, habe ich noch einen Kaffee da? Nein, der ist leer. Scheiße. Muss man da auf jeden Fall nur schnell einen Kaffee holen. So. Jetzt werden wir trotzdem mal ein bisschen rumklotzen. Nee, schaut nicht so aus, als ob hier noch irgendwo einer wäre. Wie gesagt, der Frachter, 12 Knoten. Ne, ist der einzigste. So, dann hätten wir auf jeden Fall die zwei Frachter. Dann brauchen wir nur noch diese zwei Öltanker. So, mal ein bisschen das Ruder. Das reicht. Wie schaut es jetzt aus? Also wir haben einen Torpedo gebraucht und das werden wir jetzt bei dem genauso probieren. Einen Torpedo und den Rest machen wir mit dem Bordgeschütz. Diesel. Ja, passt. Das passt alles soweit. So, schauen wir mal weiter, nicht, dass hier trotzdem noch irgendwo im Hintergrund eins auftaucht. Ne, das ist der einzigste. Hab bestimmt Tonnen von Reis geladen hier, der Japaner. Kriegt die schon. Der weiß bestimmt noch gar nicht, aber der muss mich ja eigentlich schon gesehen haben. Also im echten Leben, oder? Ja. Jetzt gehen wir trotzdem mal schnell auf die Karte gucken. Ja, der ist halt wirklich noch weit weg. So. 14 Torpedos. Ja. Die müssen auf jeden Fall reichen, ja. So. Komm, das passt. Jetzt gehen wir mal auf Seerohr. Jetzt schleichen wir uns mal an. An den guten Freund. Der muss ja nicht gleich wissen, dass er versenkt wird. So wollen wir ja auch nicht sein. Hübsch, hübsch. Na, da hinten noch ein Bett hin, dann ein Klo. Dann hätte ich meine Wohnung. So. Dann schauen wir mal jetzt, wo er ist. Da ist er. Na, fährt auf jeden Fall schön, ohne was zu wissen, auf uns zu. Der wird sich noch umschauen, wenn er jetzt hier in Torpedo hier vorne drauf bekommt. So, wenn jetzt seid ihr mal bitte nicht so hoch. Ich sehe nicht alles richtig. So, da sehe ich meinen Mast und den Rauch. Schauen wir nochmal schnell auf die Karte hier. Bei 3 Seemeilen ist er. So, hier haben wir unser U-Boot. Ah, schön, wie die Sonnenstrahlen hier durchkommen, ja? Der, wenn wüsste, was ihm jetzt gleich geschieht, ey. So, volle Fahrt haben wir. Jetzt lassen wir ihn schön langsam. Die werden jetzt alle beim Essen und Kaffee trinken sein. Und gleich macht's Boom und dann gehen sie unter.
Ist das eine Ruhe hier unter Wasser? Ja, hat auf jeden Fall nur 12 Knoten. Jetzt könnten wir aber hier trotzdem mal ein bisschen beschleunigen. Hier das Ruder mal ein bisschen einschlagen. So, oh, das war ein bisschen zu viel, oder? Ja, es geht noch ein bisschen rüber. Jetzt. So, normales Tempo. So, jetzt schauen wir mal. Na, wo ist er hin? Da ist er. So, zwei Drittel Fahrt reicht. Der gute Mann weiß überhaupt nichts, dass wir hier sind. Feuer. Ein Torpedo. Dann haben wir ja noch jede Menge. Wie gesagt, den Rest machen wir mit dem Bordgeschütz. So, jetzt schauen wir mal auf. Halt. Da schwimmt er. Unser kleiner Delfin. Den werden wir schon treffen. So, gehen wir mal volle Fahrt wieder. Ich hoffe, dass der nicht ein bisschen zu weit nach links geht. So. Schauen wir mal hier zu. Ich hoffe, wir treffen. So, hier will ich dann mich da mit dem Treffen vom Bordgeschütz ein bisschen schwerer tun, weil jetzt schießen wir dann komplett auf die Breitseite von dem. Wenn wir auf die Länge schießen, da ist er nur besser. Wenn wir da ein bisschen höher schießen, vielleicht haben wir nur Glück, wenn er trifft hinten was. So. Komm, zerleg den. Bitte, bitte, bitte. Yes, da haben wir ihn getroffen. Und Geschwindigkeit lässt ein bisschen nach. Läuft der vorne mit Wasser voll? Schaut so aus, oder? Der läuft voll. Kommt mir das nur so vor? Lass mal sehen. Halt. Ja, der geht vorne ins Wasser. Der müsste jetzt vorne voll laufen. So, wie gesagt, den Rest machen wir jetzt mit unserem Bordgeschütz. Jetzt tauchen wir mal schön auf. Na, hier seht ihr schon, dass er vorne eingesunken ist ins Wasser. So, tauch auf. Bordgeschütz. Jetzt geben wir den Rest. So, probieren wir es mal. Bisschen zu kurz. Na, auch noch zu kurz. So, volle Fahrt brauchen wir auch nicht. Ein bisschen Diesel sparen. Yes, hier haben wir ihn. Jetzt bleiben wir mal auf der Höhe. Vielleicht passt noch. Ah, ein bisschen zu hoch. Und? Ja, jetzt erwischt man. Jetzt passt die Höhe genau. Wir bewegen uns ja nicht. Dann können wir jetzt mal weiter so feuern, ohne dass wir weiterhin ziehen. Oh, nee. Bewegt er sich überhaupt noch? Ah, hier seht ihr schön, wie er mit Wasser voll läuft. 4 Knoten fährt er noch. Ah, immer noch drüber. Ach, ich habe ja noch Fahrt, bin ich blöd. Ich denke mir schon, das kann doch nicht sein. Wir bewegen uns ja noch. Ich bin ja nur vor der vollen Fahrt ein bisschen runter. So. Ja, da sieht man schön, wie sie einschlägt. Und schauen wir nochmal drauf. Ah, da sieht man es. Bumm. So, jetzt geh unter. Ah, der will noch nicht ganz. Jetzt haben wir ihn. So, das war unser zweiter Frachter. Diese scheiß Tanker. Ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich überhaupt schon einen Tanker gesehen habe.
bin ich jetzt total überfragt. So. Da bin ich wirklich überfragt. Wir nehmen Fahrt wieder auf. Also ich glaube, ich habe immer nur Frachter gesehen, bis jetzt noch keinen Tanker. Müssen wir mal schauen. Ich hoffe wirklich, wir bekommen die zwei noch. Ich will meine erste Medaille haben, Leute. So, 13.000 Tonnagen. So. Ja, wo gehen wir denn hin? Wo wird denn hier ein Tanker hier rumfahren? Besser gesagt, zwei. Ich brauche zwei Tanker. Kleines Ziel. Nee, will ich nicht. Schluss, ein Frachter. Wenn es jetzt ein Tanker war, beiß ich mir in den Arsch. Small Target. Scheiße. Probieren wir's. Ja, okay, komm. Ein Torpedo oder was können wir dann auf jeden Fall raushauen. Schauen wir mal, was das hier ist. Aber ich tippe, das wird ein Frachter sein. Ja, wo war der jetzt? Kleiner Frachter. Nein. Nein. 12 Knoten, okay. So. Komm, drauf damit. Ein Torpedo. So, jetzt schauen wir mal zu, bis er trifft. Ja, das ist auch nur der eine. Das ist auch nur der eine. So, 40 Sekunden noch. Also, dann haben wir jetzt ja drei Torpedos weg. Dann bleiben noch 12. Wie schaut es mit dem Diesel aus? Haben wir jetzt erst den Viertel den Tank leer? Der Rest passt noch. Okay. Ja, da müssten wir ja die zwei Tanker jetzt noch hinbekommen. Wenn wir es finden, ne? Ich hoffe. So. 12 Sekunden, ne? Volle Fahrt voraus. Jetzt müssen wir hier ein bisschen mal einschlagen. Und? Ach, sind wir noch gar nicht so weit? Nee. Doch, da haben wir ihn. Da haben wir ihn doch erwischt. Waren wir ein bisschen über der Zeit. So, das war zu viel. Jetzt gehen wir mal auf unser Bordgeschütz. Wieso sehe ich den nicht? Der war gar nicht vor mir, ha? So, Ruder rum. Komm, der muss ja hier irgendwo sein. Jetzt, wie viel Grad sind wir hier überhaupt? 300. Battle Stations. Da drüben ist er. Komm. Da drüben ist er. Puh. Warte ich noch ein bisschen. Könnten wir mal eine abfeuern, aber ich glaube nicht. Das war, glaube ich, zu kurz. Was? Wir haben sogar getroffen. Ey, da feuere ich aus Dummscheiß mal. Da treffe ich. Aber das, glaube ich, war jetzt zu hoch, oder? Da haben wir jetzt mit der Welle geschossen. Ja. So, probieren wir es mal so.
Passt. Zu kurz. Naja, jetzt werden wir noch ein bisschen ranfahren. Ich will jetzt auch nicht hier meine ganze Munition verschießen, ne? Jetzt machen wir mal auf die Höhe nochmal einen Schuss. Daneben. Auf die da. Ja, da haben wir einen. Da haben wir einen. So. Langsame Fahrt erstmal. Oh, der geht schon unter. Halt, nicht so bewegen, ich würde es sehen. Ah, waren wir bei 300 in dem Dreh? Ja, da ist er untergegangen. Ah, da hinten geht er unter. Da sehen wir noch einen Teil vom Boot. Ja, jetzt müsste er weg sein, oder? Da ist er. Hier geht er unter. So. Das war unser dritter Frachter. Es gibt da, glaube ich, gar keinen Orten für vier Frachter. Das wäre natürlich für mich einfacher. So. Jetzt gehen wir mal auf die Brücke hier. Gehen wir wieder volle Kraft voraus. Ja, das war ein kleiner Frachter. Also haben wir jetzt versenkt 26.000, 34.000 Tonnage bis jetzt an Frachtschiffen. So, wir könnten jetzt eigentlich mal hier in der Wegschicht ein bisschen rumschippern. Mal dann hier noch ein Schiff begegnen, aber ich glaube nicht. Tja, wo fahren wir denn jetzt am blödsten hin, ey? Fahren wir trotzdem mal ein bisschen hier rein. Ein Small Target. Ne, will ich nicht. Ich will jetzt mal ein bisschen was. Am Medium würde ich jetzt annehmen. Na, vielleicht hätte man dann mal einen Tanker dabei. Aber ich glaube, so weit drüben war ich auch noch gar nicht. Ne, ich glaube, ich war immer in dem Bereich hier. Small Target. Nein. Halt, wie schaut es mit unserem Diesel überhaupt aus? Oh, jetzt müssen wir aber aufpassen, ne? Dass wir dann auf jeden Fall nur halt zurückkommen. Large Target. Das werden lauter Kriegsschiffe sein, ne? Ja. Die sind entkommen. Kriegsschiff, Zerstörer, Zerstörer, leichter Kreuzer. Okay, wie gesagt, nicht schlimm. Ich will jetzt eh erstmal nur die Tanker haben. Das nehme ich mir anders mal hier vor. So, Diesel. Oh, jetzt sind wir gleich bei der Hälfte. Ja, müssen wir trotzdem mal hier weiterfahren. Komm. Medium Target. Also, Medium habe ich gesagt, nehmen wir an. Zwei Schiffe. So, gleich mal schauen, was das hier ist. Ein leichter Kreuzer. Nein! Ich will keinen leichten Kreuzer. Und ein Zerstörer. Scheiße. Oh, wie viele Knoten fährt denn der? Wo ist denn jetzt? Acht Knoten. Acht Knoten. Scheiße. Kacke. Das ist wirklich kacke jetzt. Das kann doch nicht sein, dass ich an meinen Tanker hier nicht hinkomme. So, auf jeden Fall hier tauchen wir mal ganz kommod unter. Halt. Das Ruder. Volle Fahrt voraus. So, jetzt sehen wir die Schiffe gerade wegen die Wellen nicht. Ah, 4000 Yards. Das sind aber nur zwei, oder?
Ja, nicht, dass das auf einmal hier mehr sind. So, jetzt wollen wir mal hier unseren Wegpunkt setzen. So, da werde ich jetzt auf jeden Fall viele Torpedos brauchen. Also für einen Zerstörer mal, glaube ich, zwei. Für einen Kreuzer weiß ich nicht. Halt, nicht auf die Karte. Wie viel haben wir jetzt noch? 12. Okay, hier ist das Problem wieder mit dem Nebel, dass man jetzt das Schiff hier oben nicht sieht. Jetzt gehen wir aber trotzdem erstmal auf den Kreuzer. Ja, da schicken wir jetzt mal zwei Torpedos raus. Ach, zwei muss jetzt erstmal reichen. Zwei reicht. So, dann habe ich noch 10. Wie schaut es mit dem Diesel aus? Oh, da sind wir schon unter der Hälfte. Da sind wir schon unter der Hälfte. Aber wir müssten ja jetzt ja ungefähr bei der Mitte bei der Karte sein. Also da kommen wir auf jeden Fall zurück. Würde ja dann leider nichts mit meiner Medaille, aber was soll ich denn machen? Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den leichten Kreuzer hier anschlagen. Und ich denke, den lassen wir jetzt bis 2500 Yards oder was, lassen wir rankommen. Und dann schießen wir die nächsten Torpedos raus. Jetzt machen wir hier mal größer, mal kurz mal, ein bisschen schneller. So, schauen wir mal nochmal kurz durch. 2,8, also 300 Yards lassen wir noch. Oh, Treffer und der nächste. Yes, nice. 4 Knoten, er wird langsamer. 3, 2, 1, Stopp. Die Maschine steht. So, wo ist jetzt der Zerstörer? Der ist hier. Schauen wir mal schnell, da hinten brennt er. So, der bewegt sich nicht mehr. Da könnte man aber trotzdem noch ein bisschen mit dem Bordgeschütz arbeiten. Oder schieße ich jetzt den dritten gleich hinterher, ey? Ich weiß es nicht. So. Zerstörer ist auf jeden Fall in Sichtweite. 2,5 habe ich gesagt. Und da haben wir es auch raus. So. Hier schicken wir jetzt zwei hinterher. Null Knoten. Also wie gesagt, der bewegt sich überhaupt nicht mehr. Der ist kaputt. Der ist kaputt. Ja, wie gesagt, auftauchen will ich jetzt noch nicht, solange dieser Kreuzer hier ist. Der Zerstörer. Vielleicht hat er mich nämlich noch gar nicht gesehen. So, ich hoffe, dass jetzt bei dem zwei Torpedos reichen. Ich weiß es gar nicht mehr. Also wie gesagt, das sind Sachen, wo ich mir überhaupt nicht merken kann. So, komm. 30 Sekunden noch, dann haben wir es. Können wir mal schnell kurz ein bisschen schneller laufen lassen. Nur ganz kurz. Und da haben wir ihn doch, Treffer. So. Oh, wir haben den Zerstörer. Den Zerstörer, doch. Wir haben den Zerstörer versenkt. Sehe ich das richtig? Der müsste untergehen. Da ist der. Ja, Zerstörer ist versenkt. Genau, da ist er gesunken. Da hinten ist er noch ein kleines Stück. Oh, warum dreht sich der Kreuzer? Hat der jetzt schon wieder Fahrt aufgenommen? Ne, 0 Knoten, ne? Ja, wir werden jetzt trotzdem auftauchen. Da sehen wir ja, ob er auf uns schießt. Und dann tauchen wir einfach wieder. Ah, jetzt sehen wir es im Nebel. Hier sehen wir den Masten. So, komm. Feuer frei. Ja, das Ruder lassen wir so. Wie viel Schuss haben wir noch? 55.
Komm, treff mal. Oh, wo geht denn das der überhaupt hin? Ah, jetzt haben wir ihn erwischt. Das ist gut. Und? Ah, daneben. Ziehen wir mal wieder tiefer. Jetzt erwischen wir. Jo, da geht er unter. So, vier Schiffe haben wir schon. Leider zwei falsche. Ja, aber was will man machen? Die werden wir schon noch finden, ne? Da geht er unter. So. Gehen wir mal schnell auf die Karte hier. Bisschen schneller. So, jetzt haben wir es. 8000 Tonnagen sind es. Destroyer like Cruiser. Tja. Wo fahre ich denn jetzt hin? Okay, wir sind noch nicht ganz auf der Mitte. Okay, halben Diesel haben wir noch. Ach so, wir haben ja hier auch eine Insel. Ja, dann brauche ich mir überhaupt keinen Kopf machen. Hier kommen wir ja auf jeden Fall hin. Ein kleines Ziel. Ja, probieren wir jetzt. Vielleicht haben wir ja Glück und es ist... Na, wo ist es denn? Ah, da. Ah, jetzt sind wir auch nur in der Nacht drin. So. Ah, scheiße, wieder ein Frachter. Auf 70 Grad. Vier Seemeilen weg. Ah, halt. Volle Fahrt voraus. So, da hinten ist er. So, Torpedos waren es jetzt noch wie viel? 8. Also hier werden wir ja auch jetzt wieder einen nehmen. Wie weit ist denn der jetzt überhaupt weg? Boah. 8000 Yards noch. Könnten wir jetzt eigentlich aus der Schlacht auch rausgehen? Ah ja, das geht sogar. Securing Battle. Okay. Ja, da können wir rausgehen. Ja, und so könnten wir jetzt nach unserem Tanker suchen. Ich muss mir jetzt immer aufschreiben, was ich denn... Oh, Medium Target. Was ich jetzt für welche Medaille brauche. Da muss ich einen Zettel vor mir liegen haben. Ich kann mir das immer nie merken. So, was haben wir hier? Oh, schon wieder ein Zerstörer. Und ein leichter Kreuzer. Nein, das will ich doch gar nicht. Das will ich doch gar nicht. Die lassen wir jetzt mal hinkommen. So, Diesel. Oh, Viertel nur noch gleich. Ich glaube, das werden wir nicht schaffen. Kleines Ziel schauen wir uns an. Ein kleiner Frachter, nee. Nein, nein. Der kann von mir aus abhauen. So. 25 mit dem Diesel. Ja, ich weiß, Leute. Ich weiß. Oh, jetzt sind wir schon gleich unter Viertel. Jetzt werden wir mal hier noch rumschippern. Small Target. Oh, ich erwische nur Frachter. Nee. Auch nichts für mich. Jetzt fahren wir mal hier rüber. Nee, jetzt warte mal. Wir fahren hier runter. Können wir ja auftanken bei der Insel. So, jetzt wird es aber wirklich eng.
So, und? Mal kurz gucken. Oh, jetzt sind wir schon gleich nur noch bei 12. Ne, wir müssen zur Insel. Keine Chance. Wir haben unsere Medaille nicht bekommen heute. Das kotzt mich so an. 34.000 Tonnagen haben wir an Frachtern und 8.000 an Kriegsschiffen. Okay, prima. So. Genau, wir sind hier im Hafen drin. So, das war's für heute. Wie gesagt, leider auch wieder keine Medaille. Aber wir haben wenigstens ein paar Schiffe versenkt. Hey, wir haben eine. Boah, wie geil ist das denn? Was haben wir gebraucht? Oh, da muss ich nachschauen. Da muss ich nachschauen. Da muss ich auf Steam. Wir haben die erste Medaille, Leute. Ich muss jetzt nachschauen, was wir dafür gebraucht haben. Ich weiß es nicht. Ich muss mir das wirklich aufschreiben. Aber ich bin glücklich, dass ich endlich mal eine habe. Aber ich glaube, das lag jetzt an den zwei Frachtern und vielleicht der kleine, also ein Kreuzer und ein Zerstörer, dass die jetzt dazu gedient haben, dass ich es bekommen habe. In der nächsten Folge kläre ich euch auf jeden Fall darüber auf, was das für ein Orden ist. Mit den Ami-Orden kenne ich mich natürlich überhaupt nicht aus. Und ich sage euch auch, was wir jetzt genau für was brauchen, damit ihr Bescheid wisst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's es gut. Tschüss.